Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, muss der Deutz heute leider doch in die Werkstatt. Wir haben ihn jetzt zum Meier gebracht, ich habe es gestern ja schon angesprochen. Da ist irgendwas nicht richtig, der springt nicht mehr richtig an. Wir haben ihn mit Mühe und Not hierher bekommen. Und der Meier soll sich den jetzt mal anschauen. Wir haben einen Ersatzschlepper dafür bekommen. Er hat zwar nicht ganz die Leistung wie der Deutz, ich meine 264 PS, ist schon mal eine Hausnummer. Das heißt, wir haben jetzt übergangsweise etwas bekommen, eine etwas ältere Maschine. Euch wird sie gefallen, mir gefällt sie natürlich auch. Steht da draußen hinten in der Ecke, der, guck mal. Das war der einzige Schlepper, der im Moment zur Verfügung steht. Ein 1800er Intercooler in der Black Beauty Edition, also 210 PS. Hat ein bisschen weniger als unser, aber gut, was soll's. Nützt ja nichts. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Springt auch sofort an. Wie gesagt, den brauchen wir jetzt als Ersatzmaschine. Für den Deutz, für die Arbeiten. Der wird nicht ewig da bleiben, definitiv nicht. Der ist jetzt nur übergangsweise. Aber ein schickes Teil, wie ich finde. Nach wie vor, ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich. Ihr wisst, wir haben in der Auenbach mit meinem B-Truck gearbeitet. Da haben wir mit dem großen 1800er von Ungute gearbeitet. Das hier ist jetzt die andere Version, die mit Freigabe entstanden ist von, ich weiß gar nicht, wer es ist. Letzte Version, glaube ich, auf dem Mod-Hub, sage ich schon. Bei Forbidden Mods mit Dynamic Hoses, mit Kennzeichen etc. etc. Ja. Anhand des Kennzeichens könnt ihr auch sehen, dass es halt nicht unsere Maschine ist. Ne? Der ist jetzt rein zufällig in Baden-Württemberg zugelassen. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht warum. So. Den lassen wir mal kurz stehen. Ah, nach wie vor schickes Teil. Aber gut, egal. So, was haben wir denn vor? Wir haben vor, wir wollen erstmal die Grassamen loswerden. Das ist erstmal wichtig. Ach so, übrigens, noch eine kleine Info. Ich habe eine Nachricht von Krone bekommen, dass wir unsere 120er Big Pack Presse, ne, hier die hier, dass sie uns sehr gerne eine etwas größere zur Verfügung stellen. Die ist schon, ja, auch schon ein bisschen gebraucht. Aber auch alles vorhanden, funktioniert, wurde überprüft. Soll die Tage wohl ankommen hier bei uns? Mal schauen. So. Oh, Moment. Jetzt haben wir hier 5200 Liter Grassamen. Jetzt mal ganz kurz gucken, wo können wir die denn jetzt mal hier verscherbeln? Da. 1800. Ja, die BGAs sind mir egal. Reifeisen. Okay, wir fahren zu Reifeisen. Hupala, das war so. Um Gottes Willen. Hallo? Was war das denn? Gut, ich habe ihn gestern ein bisschen komisch am Hang gestellt, aber... Gut, okay. Also mit dem MB-Truck, da wird dann gleich wohl Emily oder Lisa mal losfahren, weil die können ja noch ein bisschen Sojabohnen einsehen. Ja, wir haben ja jetzt erstmal den Auftrag, erstmal hier die Grassamen weg und dann fangen wir an mit dem Kalken. Ne, wie gesagt, wir nehmen jetzt nicht den MB-Truck für alles, nur weil wir den jetzt haben und wow, sondern der ist als Ersatz für den Deutz im Moment da und dann soll er auch die Arbeiten vom Deutz übernehmen. Dann soll er nämlich schön weiter den Ölrettich aussehen. Und wir kümmern uns hier um den Rest. Achso, siehst du, gemäht werden muss auch noch. Da war ja was, da wollte ich den eigentlich hinsetzen. Ach, verdammt mich. Ach, so ein Mist. Eigentlich sollte Emily ja mähen mit dem MB-Truck. Na, ja, dann muss einer mit dem John Deere mähen. Oh Gott! Himmel! Wir fahren gerade falsch, oder? Die Reifeisen sind hinter uns. Verdammt, das ist die Baywa. Irgendwas stimmt mit Hasi heute nicht. Irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber die Straße hier sind wir auch schon lange nicht mehr gefahren. Bei unserem Glück kommt doch sowieso gleich ein NPC um die Ecke geschossen.
Nee. Das Spiel mag mich heute. So. Ist alles Zeitschinden, ne? Also ich meine, ich will ja gar keine lange Folge mehr machen, deswegen war ja voll die Zeitschinderei, also, ne? Deswegen einmal Umweg fahren. Natürlich nicht. So. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Zu der Zeit hier, wo das Video jetzt kommt, das, ne, also wenn alles nach Plan läuft, dann kommt das ja am Samstag um 20 Uhr. Ich nehme es ja auch Samstag auf, also von daher, hey. Gleichzeitig müsste gerade ein Stream laufen, unser obligatorischer Samstagabend-Stream GTA Online mit euch. Ja, schaut sehr gerne vorbei, wir würden uns freuen. Ihr könnt da ja auch, das ist eins der Projekte, wo ihr definitiv auch mitspielen könnt, wenn ihr GTA habt, natürlich, versteht sich. Und von daher, einfach mal vorbeischauen und zur Not einfach nur mal ein Hallo sagen. Wenn ihr jetzt sagt, GTA interessiert mich nicht, wäre schön, wenn ihr wenigstens mal ein Hallo sagen könntet. Das wäre cool. Und mal schauen, wie es wird. So, ich werde jetzt hier hinter den auf jeden Fall... Nee, Moment, wir werden jetzt erstmal eine Sache machen. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden uns jetzt den MB-Truck schnappen und das Mähwerk. Und dann werden wir das Ganze auf die Wiese setzen zum Mähen. Beziehungsweise... Ja? Nee, werden wir nicht. Oder doch? Oh Gott, was ist denn... Ey, macht es Sinn, den MB-Truck zum Mähen zu schicken? Oder macht es eher Sinn, dem die Saatmaschine hinterzuhängen. Ich lasse den mal kurz hier stehen. Die Frage. Apropos, wo ist eigentlich der große John Deere? Mähen oder sehen? Ich glaube, ich lasse ihn sehen. Ja, ich glaube, ich lasse ihn sehen. Der John Deere ist noch mit dem Mulcher unterwegs. Das macht ja Sinn. So, hängen wir mal hier die Saatmaschine an. Dann füllen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Saatgut auf. Und dann schicken wir den nämlich hinten zu den Sojafeldern schon mal. Kann er da den Ölreddy schon mal rauf packen. Und dann können wir uns nämlich um das Verladen hier vom wie heißt das Zeug nochmal? Das komische, was wir da, sag mal schnell. Kalk, genau. So. Wie viel haben wir denn hier noch? Ach, haben wir noch ein bisschen was. So, komm mal mit. Yes. Einmal hier den Big Pack hier oben drin. Na, Rinder haben wir auch schon wieder 7. Da können wir bald auch wieder welche von verkaufen. Da machen wir ja mal einen Anhänger voll und dann kommt ja Willi vorbei. So. Der Sound von den Dingern ist nach wie vor immer noch genial. Und ja, ich gebe es ja an dieser Stelle zu. Ich habe ihn ein bisschen vermisst im Fuhrpark. Ich gebe es ja zu. Also war schon ganz gut, dass der Meier gesagt hat, er hat einen MB-Truck da. So. Der Sound beim Rausbeschleunigen ist absolut der genialste. Das muss man einfach so sagen. Da ist unser Mulcher. Unser John Deere.
Was steht da denn? Lisa sollte doch... Ach, egal. Komm. Ich gehe da jetzt einfach nicht mehr drauf ein. So, setze ich sie jetzt gleich mal auf... Ja, komm, ich lasse dich hier gleich mal das größte Feld machen. So, warte. Ach. Heute ist nicht mein Tag gerade. Jetzt gerade, also ich, nee. Nee. So, ich stelle jetzt einfach mal das Ding hier hin. Hier so. Zack. Hier lassen wir ihn mal stehen. Da machen wir die Funzeln aus. Dann fahren wir da mal rückwärts ran. So, ungefähr so. Soll ich so tun? Oh, falsche Richtung. So. Wie sieht das aus? Oh. Oh. Vielleicht hätte ich von dem John Deere noch das Gewicht nehmen sollen. Es sieht ein bisschen aus, als würde er tatsächlich hängen. So, mal gucken. Ich habe doch hier bestimmt... Das Feld 19. Irgendeins habe ich von denen überschrieben. Ja, 19 habe ich überschrieben. Okay. Wir haben eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Wir fangen an dem einen an. Wir fahren 6 mal Vorgewende. Feldinselumfahrung gibt es hier nicht. So. Wir fahren das Vorgewende weich. Scharf, rund. Fahren wir es rund? Ja. Ich will mal testen, wie das ist mit rund. So. Einmal berechnen. So, einmal ganz kurz gucken. Hä? Ach so, nee, dann ist rund doof. Moment. Dann doch weich. Dann doch weich. Dann fällt 19 nochmal neu berechnen. So. Dann möchte ich aber bitte, dass du mir das hier anzeigst. So, zeig mal. Ja, sieht ein bisschen... Ja, kann man machen. Okay. Am ersten... Ja, nicht am, oder? Ne, am naheliegenden, weil... Hä, was hat der denn jetzt? Schafft er die nicht? Hä? Hebt die dich so weit aus, dass du nicht vorwärts kommst? Was ist das denn für ein Mist? Trotz Allrad, das ist aber ein bisschen kacke jetzt. Ja gut, da müssen wir mal kurz was anderes machen. Sekunde. So. Mhm. Dann nehmen wir doch den, der das schon mal gezogen hat. So, lassen wir dich mal hier kurz auf der Wiese.
Jetzt muss ich zwar einen kleinen Weg fahren, aber das ist nicht schlimm. Dann kann der MB-Truck doch das machen, wofür er da war. Nämlich, dann kann er nämlich mähen. Ist mir egal, blöder NPC. So. Dann machen wir es eben so rum. Das ist ja kein Problem. Den Mulcher kriegen wir da gleich schon weg. Da muss ich halt nochmal ein bisschen umdisponieren. Da muss ich eben selber gleich nochmal ein, zwei Wiesen mulchen. Gut, wieder eine kleine Planänderung. Aber dich kriegen wir schon zum Laufen. Du wirst dir gleich, du, ne? So, können wir hier nämlich schon mal... So. So. Mhm. Ach so, na. Blöd, solange er noch nichts dran hat, ne? So. Jetzt aber, jetzt nochmal. So, zack. 6 Meter, genau, korrekt. Zack. 5, 6 mal Vorgewende. Weich, zack, berechnet. Dim, 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 dim. Einmal bitte warten. So, machen wir mal die Pünktchen hier an. Einmal gucken. Läuft. Nächstpassende, naheliegend. So, zack. Anschmeißen das Ding. Und Abfahrer einstellen. Und was ist jetzt los? Falsches Gerät für diesen Modus? Wie falsches Gerät für den Modus? Ach so. Ach, verdammt mich. Nu aber. Entschuldigung. So. Lisa, viel Spaß. Kann sie nämlich hier schon mal ansehen. Dann können wir uns jetzt den MB-Truck schnappen. Dann packen wir das Ganze um fürs Mähen. Dann setzen wir den auf 49 zum Mähen. Und kümmern uns dann um den Rest. Das alles werden wir definitiv heute nicht mehr schaffen, aber vielleicht schaffen wir noch den MB-Truck mit dem Mähwerk hierher zu bringen. Das wäre schon mal cool. So. Bis. So. Eieieiei. Gut, gut, dass wir die Möglichkeit haben, auch mal zu wechseln. Und gut, dass wir den John Deere haben. Also, der John Deere macht sich immer mehr bezahlt. Ganz im Ernst. Wer jetzt behauptet, das ist ein blöder Schlepper oder sonst was, vielleicht, mag vielleicht sein. Aber dadurch, dass der so eine lange, dass das ein Langschnauzer ist, hat der so viel Gewicht vorne, dass der auch die schwereren Anbaugeräte noch heben kann. Hinten. Ohne Probleme. Wäre ja gesehen. Ich meine, gut, dass das jetzt mit dem MB-Truck nicht geklappt hat, okay. Shit happens. Aber ob ich jetzt mit dem MB-Truck mähe oder ob ich jetzt mit dem MB-Truck aussehe, ist doch kacke egal. So. Liebe Lüt, ich würde aber einfach mal behaupten, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag, bis zum nächsten Mal.